Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Oxygen Not Included. Der Mordorak hat ja ganz viel geschrieben. Irgendwas mit der Leiter war hier unten. Das haben aber wohl am Ende wieder geklappt hier mit dem Rumbaulaufen und so weiter und so fort. Er meinte, das mit dem Zusammendrücken ist sowieso schwierig. Da ja, muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege, ne? Und Algen sollte ich dann definitiv gucken. Das ist wieder, wie gesagt, nur eine Übergangslösung. Und ja, wir haben ja ganz viele Sachen noch, die wir machen müssen, ne? Aber ich würde sagen, ihr guckt so und dann gehen wir auf den Großbildschirm und dann müssen wir mal schauen, ne? So. Wie sieht es denn hier überhaupt mit der Luft aus? Ach so, hier, das hat der Mordrak auch irgendwo geschrieben. Ich sollte dann mal das Overlay ändern. Wo war das denn jetzt noch? Sauerstoff-Overlay, Atembar. Irgendwo konnte man das einstellen, ne? Aber das war doch hier unten, oder? Was war das jetzt? Haben wir irgendwas gefunden? Rohr leeren. Einfangen. Angreifen? Nee. Wo war das denn? Ja, da. Nee. Hier steht, was atembar und nicht atembar ist. Aber ich hatte doch hier sowas auch. Ah. Oh. Entkeimen. Nee, das ist klar. Angreifen ist auch klar. Einfangen ist auch klar. Rohr leeren ist klar. Auftrennen. Ernten. Wischen. Vertue mich wohl. Nee, verstehe ich jetzt nicht, wo das war. Kein Forschungsschwerpunkt ausgewählt. Ja, wir machen weiter. Unser Wasser ist hier, unser Abwasser ist da. Die Pumpe pumpt schön. Wir wollten. Hier drücken wir auch schon gerade zusammen, ne? Aber irgendwie funktioniert das hier nicht. Kommen die da nicht hoch? Kann das sein? Hier ist bestimmt auch wieder eine Leiter zu wenig, ne? Deswegen geht das nicht. Hier haben wir viel Sauerstoff dran, ne? Und tatsächlich funktionieren die dann ab und zu mal, ne? Atmosphäre, Atmosphäre, Luftdruck. Ach, hier ist Kohlendioxid drin, ne? Aber die haben ja hier eine Maske auf. Das ist eigentlich alles halb so wild da. Und Modak hat auch geschrieben, dass irgendwo irgendwas tropft und das liegt an irgendwelchen. Ach, guck mal, hier ist auch schon wieder Wischen. An irgendwelchen durchlässigen Steinen, da sieht man das nicht unbedingt, dass da auch was ist. Aber hier. Ja, das tropft hier wahrscheinlich weg, ne? Das löst sich hier gerade auf. Hier liegt das. Ne, das ist Ton, okay. Ja, hier ist jetzt Sabbat und ich glaube, das bedeutet, das können wir hier alles mal zu Rohstoffen machen, ne? Hier oben, das brauchen wir alles definitiv wohl nicht mehr, denke ich. Könnte man hier noch gucken, dass man hier noch Algen rausholt, ne, wenn da welche sind. Aber ich glaube, die haben wir schon. Da sind noch welche. Ja, aber ob das. So wahrscheinlich. Ist das Sedimentgestein? Magmatit. Da ist noch eine Alge. Das wird jetzt schon abgebaut, dann gewinnt man den Rohstoff auch. Hier, das müssen wir auch abbauen, Goldamalgam auf jeden Fall. Da ist er auch noch. Das braucht man auf jeden Fall, ne? Hier oben müssen wir nicht weiter gucken, denke ich. Und dann nochmal hier gerade aufräumen. Hier auch aufräumen, brauchen wir nämlich vielleicht noch. Komm, den Rest wischen wir auch noch gerade auf, ne? So, das nimmt der schon mit. Ja, dann das bitte auch noch aufräumen. Diese Alge ist schon weg, wa? Ah, ne, da liegt noch Alge. Aufräumen. Den kannst du abreißen, weil hier werden wir nichts mehr reinmachen. Ja, das ist dann die Frage, ne? War das hier alles zerlegen?
Er kommt da nicht weg. Oder grab dich doch da raus. Graben kannst du mich alleine. Dann können wir das abbrechen. So, jetzt kommst du wieder weg, ne? Er muss auch ganz dringend auf Toilette. Na super. Jetzt kommen die alle da und bauen das alle ab, ne? Das ist schon mal gut, oder? Hier, den Weg, den brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr bauen, oder? Wir sind ja schon ganz oben. Mafisches Gestein. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Wir müssten mal hier rein, glaube ich. Was hat er für ein Problem? Luft. Gereizte Lunge. Mach das mal hier. Ne, mach mal anders. Mach den noch auf. Und den brech ab, weil dann kann da nichts rausfließen, falls irgendwas fließen würde. Da müssen wir mal hier hingehen und gucken, was hier noch so los ist. Hier ist auch noch Flüssigkeit. Wir brauchen noch Wasser. Wo waren wir? Hier unten waren wir, ne? Ja, das kommt hier oben weg, ne? Prio hier mal gerade erhöhen, oder? Und dann müssen wir hier die Algen haben. Lass uns die Leiter weiter runterziehen. Aber hier müssen wir aufpassen. Da war, glaube ich, Keime, ne? Ja, aber die Leiter ist noch gut. Das müssen wir alles graben. Das, das und das. Da ist auch noch eine Alge. Hier sind noch Algen. Da ist eine Alge. Hier müssen wir dann irgendwie rüberkommen noch. Hier ist auch so ein kaltes Biom, ne? Hier ist noch zum Abbauen. Da ist noch zum Abbauen. Da ist auch eine Alge. Da ist auch eine Alge, da ist keine. Da ist noch eine Alge und da ist auch eine Alge. Gut, dann müssen sie erstmal hier bauen. Prio nochmal erhöhen für die Leitern. Prinzipiell kann das alles erhöht werden, ne? Okay, dann müssen wir weiterschauen. Wie ist Essen? 80.000, das ist gut. Luft, Sauerstoff wird wahrscheinlich ein Problem sein, ne? In unserer Basis. Ja, haben wir die komplette Problematik. Hier geht's am besten, aber woanders nicht. Was haben wir denn hier noch? Ein Dupe wollte er auch nicht haben, der Mordor. Wähle eine Blaupause. Amalgam. Goldamalgam. Zwei Tonnen, das ist doch schön. Was macht unser Dingens hier eigentlich? 6,5 Zyklen. Na, das wird noch was werden. Wir haben aber immer noch nicht die Leitung weitergelegt, oder? Sanitär. Isoliertes Rohr. Haben wir da ein isoliertes Rohr? Werden wir hier isolierte Rohre bauen? Sind das isolierte Rohre? Rohr, aber kein isoliertes Rohr, oder? Weiß ich auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wofür haben wir den hier hingemacht? Da ist nichts drin. Ja. Hier müssen wir was weitermachen, ne? Aber das haben wir hier schon beendet durch, ne? Das hat der Mordrak auch geschrieben, ne? Das ist halt, ob das Sinn macht, ist die nächste Frage, ne? Ja, klar. Nochmal das aufgraben. Und das zusammendrücken, ob das was wird, ist dann die Frage, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Aber wir müssen ans Wasser. Das war ein Chlorgas, okay. Ich dachte, das wäre
Wir müssen irgendwo ans Wasser. Hier haben wir die Pumpe schon gesetzt, weil wir das haben wollen. Hier haben wir schon irgendwie vielleicht was abgelassen? Nee, ne? Aha, hier schmilzt immer wieder Wasser. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht, ne? Kommen die da nicht hin oder was? Doch, müssten sie eigentlich, ne? Ja, eigentlich müssten sie da hinkommen. Kupfererz, okay. Verschmutzter Sauerstoff, ja. Forschung? Ja, Forschung haben wir schon alles durchgeforscht. Matschregel, da ist ganz viel Essen drin, ne? 78.000, passt erstmal. Algen, sagen wir, immer noch 0 Kilo, ne? Komm, jetzt müssen wir das mal hier höher priorisieren, das wäre keinen Sinn. Nochmal, das hat nicht geklappt. Mach das mal alles auf 9 jetzt hier, damit da mal was vorangeht. Jetzt muss da mal einer hinlaufen. Ach, der kann hier nicht rüber, kann das sein? Prio 9 bitte. Ja. Ich glaube, da ist das Problem gerade gewesen, ne? Kann das sein? Was macht Madame hier? Unruhig, zu hell. Nasse Füße, gereizte Lungen, hält Luft an. Hier wird gekocht. Verhungern muss hier, glaube ich, keiner. Lange Arbeitsserie, ja, weiß ich. Objekte fehlen Ressourcen, ja. Okay, das ist halt so. Wir haben auch keinen Strom mehr. Warum nicht? Keine Kohle da. Wo haben wir Kohle? Sand, Kohle. Hier gibt's Kohle. Aber da haben wir schon abgeschottet, ne? Hier ist noch ein schicker Dampfschlot. Den graben wir besser nicht aus. Hier ist einmal Kohle. Phosphorit, Magmatit. Kommt da nicht vorbei, deswegen kann sie da auch die Kohle gerade nicht holen. Jetzt müsste das aber klappen, oder? Nee, da geht's nicht vorbei. Okay. Den will ich nicht ausbuddeln. Da ist nochmal Kohle. Da ist auch nochmal Kohle. Und da ist auch nochmal Kohle. Oh, da ist auch noch Kohle. Okay. Ich glaube, das geht so. Da ist auch noch mal einmal Kohle, dreimal Kohle, viermal, fünfmal Kohle. Hier ist natürlich auch noch Kupfererz. Grab mal dieses gerade bitte frei. Und dann müssen wir das hier mal zumachen. Uns da durchbeißen, ne? Obwohl, hier ist nur verschmutzter Sauerstoff. Eigentlich nichts Schlimmes. Und da oben ist sogar Sauerstoff drin, ne? Hier unten hat sich Kohlendioxid. Ja, da ist sogar Sauerstoff. Okay. Was macht unser Wasser, ne? Hier. Prio 9. Warum können die da nicht hin? Die müssten noch dahin kommen, oder? Ist irgendwo was verschüttet? Nein. Der ist ja auch nicht das Problem, oder? Kann das ja nochmal freisetzen. Ist ja nicht so das Problem, ne?
Oder weil hier kein Sauerstoff dran ist. Das ist unser Problem. Oh. Wir kommen da oben nicht hin, weil da kein Sauerstoff ist. Ey, super. Granit. Ist hier noch was Besonderes? Nein. Ist das Kohle? Ja, das ist Kohle. Ich glaube, da kommen sie schon hin. Wo finde ich denn jetzt Algen? Ich brauche jetzt ganz dringend Algen. Ey, wo habe ich dieses andere Overlay jetzt? Bin ich denn jetzt nicht ganz auf dem... Irgendwo muss ich... Da ist das Overlay-Materialien. Und jetzt... Metall nicht, Mineral, ist das Mineral? Warte, können wir hier sehen, wo die Algen sind. Wo sind die Algen jetzt? Da, nein. Da sind die Algen. Sedimentgestein. Nein, das ist auch nicht da. Wo ist jetzt das mit dem Wasser? Wo diese lange Leiter ist, die da runtergehen soll? Hier. Und wo sind die Algen da? Jetzt müssen wir gerade gucken, was die Algen sind. Organik ist das, okay. Und dann ist es hellgrün. Da oben gibt es ganz viel Organik. Dann sollten wir die vielleicht noch abbauen. Da müssten wir hinkommen ohne Probleme. Oder? Nein, da kommen wir nicht hin, weil da Sauerstoff ist. Ah. Da kommen wir auch nicht hin. Ja, hier oben dann, ne? Vielleicht geht's so. Da müssten sie dran kommen, ne? Da ist ein großes und hier ist ein großes. Da komme ich nicht hin, hier komme ich hin. So müsste es klappen. Bau das mal ab. Hier werden noch Algen. Da ganz nah. Hier auch ganz nah. Wahrscheinlich sind da auch Krankheiten, aber das ist jetzt, muss ich jetzt so in Kauf nehmen gerade, glaube. Hier unten gibt es noch Algen. Tja. Es liegt mir. Ah, Holz, okay. Jetzt müssen wir gerade zusehen, dass wir da dran kommen, ne? Hier wird gegraben jetzt, ha? Ja. Haben wir hier gerade eine Leiter, oder? Ne, das kann man ja von oben machen. Okay, warte mal, dann... müssen wir das aber hier erarbeiten. Mach das mal so. Dann geht das erstmal zu. Hier funktioniert was nicht. Ja, das muss als erstes zu wohl. Hm. Kriegen wir die Ziegel hier auch noch zu? Ja. Da geht aber nichts. Der müsste jetzt klappen, ne? Dann könnte ich hier noch was machen. Der kann weg.
Den zerlegen und den zerlegen. Da müssten die nächsten wieder geschafft werden, ne? Ja. Er hat da was gemacht. Und da oben kommt keiner hin, weil da die Leiter fehlt, ne? Okay, da wird jetzt gebaut. Weiß jetzt gerade nicht, ob das gut war. Ich weiß nicht, ob die da aufräumen können. Er baut jetzt auf jeden Fall das erst. Es ist kein Strom da. Läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, ne? Er hat auch keinen Sauerstoff mehr. Wie viele Zyklen haben wir noch? 5,2. Aber wir müssen gucken, dass wir jetzt definitiv Algen kriegen. Wenn wir Algen haben, müssen wir Kohle kriegen. Dann müssen wir hier irgendwo Kohle kriegen. Warte, Kohle wollen wir auch noch gucken, ne? Da. Oh, wie war das jetzt? Jetzt habe ich das schon wieder nicht mehr hin. Ach so, das war Materialkarte. Wo ist die jetzt? Ich habe die fast nicht benutzt, ne? Da, Materialoverlay. Mineralien, sind das Mineralien? Sedimentgestein, warte mal. Wo war die Kohle jetzt? Hier ist das Kohle, ne, ist Granit. Das war hier direkt nebenan eigentlich, ne? Obsidian. Granit, wo war hier die Kohle? Hier ist das Kohle, aber das ist nicht das. Ist das organisch? Nein. Konsubel. Ah, rosa ist das. Oh, da ist aber viel. Da müssen wir erstmal gucken, ob wir hier in nächster Nähe was haben. Geht das da? Nee, da geht das nicht, weil wir das dann aufreißen. Wieder abbrechen. Das abbrechen. Den da schon hinbauen. Aber den kann man da nicht hinbauen, weil da das im Weg ist wahrscheinlich. Wo komme ich jetzt an Dingens ganz schnell dran, an Kohle, damit ich Strom kriege? Okay, das ist ja schon ganz schnell da gebaut worden, ne? Da komme ich nicht. Ah, hier ist die nächste Kohle. Ich glaube, da müssten sie rüber klettern können, oder? Hier unten ist auch noch mehr Kohle. Ja, aber da müssen sie hier rein. Da können sie nicht rein, weil da abgeschlossen ist. Auch super, ne? Kann ich da Ziegel bauen? Und Wurzeln. Funktioniert so nicht. Ich glaube, ich muss erst so zubauen und dann kann ich den wegmachen, ne? Dann kann ich den dann noch abbauen. Macht die das? Ja, auf jeden Fall haben wir die Kohle jetzt hier gekriegt. Aufräumen. Läuft irgendwas mit Strom? Nein, Strom haben wir immer noch nicht. Das ist ganz schlecht gerade, wenn wir keinen Strom haben, ne? Der räumt aber jetzt, ja, die Kohle holt jetzt ein, das ist schon mal gut. 300 Kilo Kohle haben wir jetzt schon mal. Machen wir hier auf 9. Und da auch auf 9. Wer erstickt? Das war nur ganz kurz, oder? Er baut. Ich hoffe, da baut er auch. Genau. Und dann können wir den abbauen. Okay, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.